Hallo, mein Name ist Walter Wittmann von der Firma Riebeck Macho. Mein Thema ist das Trocknen und das Lagern von Scheitholz. Wir sind der Spezialist für eure Scheitholztrocknung und meine Stadt heißt Wien. Ein Hallo und ein herzliches Grüß Gott bei Riebeck Macho von unserem Kanal Wood Movie. Die Romana und meine Wenigkeiten melden sich nach einer ihren langen Frühjahr-Sommerpause, Corona-bedingt leider. Und ich habe mir gedacht, als Eröffnungsvideo für die neue Saison zeigen wir euch heute, wie wir bei einer Kundin 6 Raummeter 25 cm Buchenholz ausliefern mit dem Geländehubwagen. Das ist unsere Spezialität beim Ausliefern, wo wir kein schlechtes Geld verdienen. Das sage ich euch dann noch in einem zweiten Schnitt, wie das ungefähr dann von der Bezahlung ausschaut. Ja, was haben wir? Wenn ihr das in Google reingebt unter Geländehubwagen, könnt ihr das googeln. Einfach auf Bilder drücken und dann kommen verschiedene Ausführungen von diesem Wagen. Da passen kurioserweise unsere Woodbags genau hinein. Das hat ungefähr 1,30 Meter Breite und 1,20 Meter braucht sie für die Bags als Stellfläche. Mit dem setzen wir dann hinterm Anhänger ab. Die Woodbags werden abgelassen in den Hänger, in den Geländehubwagen rein. Und dann können wir beim Kunden direkt beim Tattoo-Einfahrt in das Carport, hinterm Haus hinfahren, abstellen, nehmen oben ein Scheitholz raus, deswegen brauchst du keine Palette, mit unter den Woodbags platziert und dann lässt sich der Geländehubwagen unten rausziehen. Und zustellen tun wir mit unserem Spezialanhänger. Mittlerweile haben wir schon 5, 6 sogar produzieren lassen für andere Kunden, die das in Deutschland und in Österreich nachgemacht haben. Es ist keine einfache Arbeit, du musst sportlich sein, damit das Ganze funktioniert. Ein Kran ist sicherlich einfacher, aber die Stärke des Anhängers ist, dass er hohe Nutzlast hat, das heißt, er hat ungefähr 1050, 1100 Kilo Eigengewicht auf 3,5 Tonnen höchstzulässiges Gesamtgewicht. Da gibt es eine Nutzlast von ca. 2,5 Tonnen, das heißt 5, 6 Woodbags plus den Geländehubwagen kannst du beladen. Meistens fahren wir sowieso mit 3 bis 4 Bags, da gibt es dann sowieso überhaupt kein Problem. Ein bisschen quickie ist das Fixieren mit den Spanngurten, das dauert seine Zeit. Und du musst beim Abladen rechnen, 7-8 Minuten pro Bag musst du einfach kalkulieren. Das heißt, es dauert schon eine gewisse Zeit zum Abladen, aber dafür kriegst du auch wesentlich mehr Geld vom Kunden, weil es kaum jemanden gibt, der das dem so zustellen kann, dass er in die Hofeinfahrt reinfährt. Die Leute wollen ja alle mit Brennholz heizen, aber keiner will schlichten. Unsere Spezialkonstruktion hat oben eine Laufschiene. Das heißt, die kann man dann nach hinten, das zeige ich euch dann beim Ausliefern, die kann man dann nach hinten ausfahren, einen Dreiviertelmeter. Und oben haben wir montiert eine Seilwinde auf einer Laufkatze. Das Stahlseil haben wir gegen ein Bergsteigerseil oder auch ein Segelseil geht auch ausgewechselt. Die Winde von Warner hängt auf 12 Volt mit einer Batterie an Bord des Anhängers, hebt 750 Kilo und durch die Umlenkrolle hier, durch die einmalige Umlenkrolle verdoppelt sich das auf 1500 Kilo. Das heißt, die Seilwinde hat ausreichend Kraft, um den Bag anzuheben und dann noch wieder abzuseilen. Und du kannst mindestens 2 bis 3 Ausfahrten pro Tag machen, ohne die Batterie nachladen zu müssen. Und die Batterie sitzt da unten. Das heißt, 12 Volt Batterie, die speist die Seilwinde. Es gibt auch extra ein Ladegerät, um über Nacht auch nicht direkt mit den Klemmen nachzuladen, sondern über eine normale 230er Schokodose. Wenn man über Nacht anhängt, ist die Batterie komplett voll. Wir haben von dem Anhänger in der Zwischenzeit, also mit diesem Anhänger in der Zwischenzeit Minimum 6000 Bags ausgeliefert. Also der hat schon einige Jährchen am Buckel. Einziger Verschleiß sind die Aluportwände. Die sind alle 2-3 Jahre zu wechseln, weil sie sich extrem leicht verbiegen. Stahlwände werden besser, haben aber den großen Nachteil, dass dann die Nutzlast erheblich sinkt. Ja, und ich freue mich schon, dass ich euch heute mitnehmen darf. Zu der Kundin, das ist eine Anfahrt von ungefähr 30 Minuten und ja, den Rest seht ihr gleich.
Ja, das Auslieferungssystem hat sich eigentlich super bewährt mit dem Hänger. Also der Hänger hat schon zigtausende Big Bags ausgeliefert bzw. verladen worden. Was lästig ist, ist das Verzuren. Das ist schon zeitaufwendig, dauert sicher gute 15 bis 20 Minuten, bis die Ware ordentlich verzurrt ist. Ja, der große Vorteil jetzt mit dem neuen Zugfahrzeug Dodge Ram ist beim Brennholz ausliefern. Wir haben zuerst einmal die Two-Hole-Taste. Die drücke ich immer schon dann vor dem Wegfahren. Das ist ein Spezialprogramm fürs Getriebe. Das heißt, das Auto dreht wesentlich stärker aus, die Gänge, und wechselt nicht so schnell in den nächsthöheren Gang, was mehr Drehmoment bedeutet, und du tust da relativ leicht mit einem Anhänger mit schweren Lasten zum Ziehen. Und ein großes Plus ist natürlich auch die Niveauregulierung. Das Auto lässt sich auf 5 Stufen mit der Luftregulierung einstellen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel 3 Bags vorne geladen haben am Anhänger, bündig am Anfang des Anhängers, damit die Last gut gesichert ist bei Vollbremsungen, kann ich aber dann trotzdem durch Drücken der Niveauregulierung das Auto komplett gerade stellen und auf die richtige Position einstellen, sodass der Anhänger komplett gerade ist. Bei den anderen Autos war das bis jetzt immer so, entweder hängt er runter oder ist er zu hoch, irgendwas passt nicht, und das ist eine super Sache. Ja, wir sind jetzt bei der Kundin angekommen und jetzt müssen wir mal das Ganze entzurren und alle Gurten aufmachen, und dann heben wir zuerst den Hubwagen ab, unseren Geländehubwagen, und können dann die Big Bags direkt in die Hauseinfahrt reinfahren. Mit der Fernbedienung entkoppeln wir jetzt einmal den Haken, dass wir einmal die Laufkatze nach hinten geben können und beim ersten Bag einhängen. So, wir entkoppeln die Schiene und fahren mit der ganzen Schiene zurück. So, da noch einmal nachfädeln und zurück mit der Laufkatze und mit der Seilwinde. Das Verzurren von dem Big Bag macht unbedingt Sinn, weil wenn er nicht verzurrt und es rutscht der Bag in der Hofeinfahrt von dem Geländehubwagen runter, dann steht er. Ihr bringt es dann nie wieder rauf. Das heißt, die einzige Möglichkeit besteht dann darin, das Holz einzeln Stück scheitmäßig händisch auszuräumen. Und das will man natürlich verhindern, weil da verliert man sicherlich eine halbe Stunde. Also unbedingt festzurren, dauert nur ganz kurz und ist die sichere Seite. So, jetzt nehmen wir einfach, weil wir keine Palette mit haben, einfach die größeren Holzstücke raus, legen die unter den Big Bag und dann können wir den Handhubwagen wegziehen. Funktioniert ganz einfach. Wir sind jetzt mit dem Ausliefern fertig. Jetzt kommt noch der Geländehubwagen auf den Anhänger rauf. Die Laufkatze fahren wir zurück, dass die nicht hinten raussteht aus dem Anhänger. Ja, und dann sind wir's. Und dann haben wir unseren Auftrag für heute abgeschlossen. So, jetzt hängen wir noch die Schiene ein und fixieren alles, dass wir uns bereit machen für die Rückfahrt.
einfach Flaschenzug einhängen, rauf auf den Hänger. Ein bisschen sportlich muss man sein, sonst funktioniert das nicht. Die Schnur nehmen, retour fahren, mechanisch verriegeln, eingeschnappt, fertig, runterspringen und den Flaschenzug, den verriegeln wir noch zusätzlich gleich mit der Kraft vom Seilzug. So, fertig, das war's. Ich hoffe, unser Video hat euch heute gefallen mit der Auslieferung vom Brennholz, wie wir es mit unserem Spezialanhänger machen. Wenn ja, bitte unbedingt einen Daumen hoch und natürlich drückt unseren Abo-Kanal unbedingt abonnieren, damit ihr auch in Zukunft die ganzen Videos bekommt, die ich mit der Romana noch diesen Sommer drehen werde. Ein herzliches Danke und Baba.